So, ich würde sagen, wir fangen mal an. Also, ich freue mich, dass ihr gekommen seid und ein herzliches Willkommen. Und vielleicht können wir im Juli ja mit unserem Club tatsächlich wirklich loslegen. Und ich werde euch jetzt mal kurz so ein bisschen einen Umriss geben, ja, wie die Planung ist, wer wir sind und wo die Reise hingehen soll. Ne? Also, das Ding geht nicht weiter. Ja, okay. Also hier seht ihr unseren Vorstand. Wir haben die Gründungsveranstaltung bereits im Mai 2023 absolviert mit 7 Gründern, weil wir dort schon festgestellt haben, okay, das wird möglich werden. Und es ist ein tiefer innerer Wunsch von mir, der Gesellschaft was zurückzugeben, weil ich selbst bin Cannabis-Patient. Ich habe eine schwere Erkrankung gehabt, ich habe einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall und mehrere Gefäßverschlüsse gehabt. Ja. Ich wurde durch die Schulmedizin auf 16 verschiedene Medikamente gesetzt. Ja. Und da hast du dann irgendwann nur noch zu kämpfen mit den Neben- und Wechselwirkungen. Ja. Und du hast irgendwann kein Leben mehr, wenn du so viele Medikamente regelmäßig einnehmen musst. Ja. Ich habe Gott sei Dank noch so viel Lebenswillen gehabt, dass ich gesagt habe, zu meinem Schmerztherapeuten, zum Primalika in der Schmerzambulanz Klagenfurt in Österreich, ja, habe ich gesagt, mir tut dieses Opiat, diese Opiatschmerzmittel nicht gut, die schränken mich in meiner Handlungsfähigkeit und in meiner freien Entscheidung ein. Ich habe Psychopharmaka gekriegt, wegen der Angst, wieder einen Herzinfarkt zu erlitten, posttraumatische Belastungsstörung. Und all diese Leiden, inklusive der polyneuropathischen Schmerzen in den Füßen durch die Minderdurchblutung, durch die Gefäßverschlüsse, hat sich bei mir einfach die Situation eingestellt, ich habe mehrere Baustellen, auf die Cannabis anspricht, ja, durch den Cannabinoid-Rezeptor. Und ich habe dann praktisch über den Primalika bereits 2011 Dronabinol, THC in Reinsubstanz verordnet gekriegt. Ja. Und das war für mich, nachdem ich wirklich sage, ich habe Wechsel- und Nebenwirkungen schlimmster Art gehabt, ja, das war ein Aufwachen. Cannabis hat mir das Leben wieder zurückgegeben. Ich kann hier nur sitzen und einen Verein gründen, weil mir Cannabis das Leben zurückgegeben hat. Ja. Mit der Schulmedizin könnte ich das nicht, würde ich hier nicht sitzen. Und das ist einfach ein Fakt. Ja. Und ich habe dann im Jahr 2011 die Situation gehabt, auch, dass meine Mutter an einer hochaggressiven Brustkrebs erkrankt ist. Ja. Und im Rahmen von meiner Recherche für meine liebe verstorbene Mutter habe ich festgestellt, dass es Studienergebnisse gibt, die den Nachweis bringen, dass Cannabis ein mächtiges Antikarzinogen ist. Ja. Ich habe mich mit Cannabis jahrzehntelang schon auseinandergesetzt und habe von diesem Faktotum nichts gehört und musste tief graben. Ich musste in die Forschungsdatenbank in Amerika rein, wo die ganzen Studienergebnisse weltweit veröffentlicht werden. Ja. Und dort habe ich festgestellt, es gibt Dutzende wissenschaftliche Publikationen, die sich mit der antikarzinogenen Wirkung von Cannabis auseinandersetzen. Da habe ich mich dann gefragt, meine Mutter kämpft jetzt hier ums Überleben. Krebs ist faktisch nahe an einem Todesurteil. Ja? Wissen wir inzwischen, viele kämpfen schrecklichen Kampf, viele bleiben auf der Strecke. Ja? Dann habe ich meinen Gesundheitsminister in Österreich angeschrieben und gefragt, ob er was weiß über diesen Faktum, dass Cannabis ein Krebsmedikament ist, weil meine Mutter ist gerade in einer Situation, dass sie sterben wird. Sie hat einen Krebs im Endstadium schon gehabt, ja? Einen hochaggressiven Brustkrebs, was viele Frauen erleben müssen. Ja? Tatsächlich die Antwort, wir wissen über die antikarzinogene Wirkung von Cannabis Bescheid. Wir haben höchstes Interesse an den Studienergebnissen zu Krebs.
und wir beobachten die Forschung genau, dann stellt sich mir doch die Frage, ich sitze hier mit meiner krebskranken Mutter hier zu Hause, ja, Mann, und kämpfe hier mit ihr um ihr Leben und schaue, dass ihre Lebensqualität zumindest besser ist. Ja. Wie kann das sein, dass diese Erkenntnis über Cannabis in der Palliativsituation, in der Sterbebegleitung, als auch in der Krebstherapie eine wertvolle Therapieoption ist? Ja. Wie kann es sein, dass dieses Wissen so untergraben, unterminiert und verbogen wird? Meine Mutter hat dann Cannabis verschrieben gekriegt, ja? Das Dronabinol, das THC aus der Apotheke. Ja? Ich habe gesehen, dass sie viel weniger von den starken opioiden Schmerzmitteln gebraucht hat, die die Menschen im Kopf kaputt machen, auch Krebspatienten. Ja? Die werden so eingeschränkt. Ja? Und haben dann angefangen, die Cannabis-Therapie zu machen und haben festgestellt, okay, meiner Mutter geht es mit der Therapie wesentlich besser und sie konnte bis zum Schluss, bis zu ihrem Ableben, ja, sterben, da sein und mit der Familie kommunizieren. Das kannst du, wenn du starke Opiate hast, bist du nimmer in der Kommunikationslage, du kannst nimmer austauschen, ja, du bist zu. Gut, das war jetzt ein kurzer Ausschweif, sage ich mal, ja, warum ich Cannabis für eine ganz wertvolle Pflanze per se ist. Cannabis ist Rohstoff, Lebensmittel, Medizin und Rauschmittel. Rauschmittel ist es seit Jahrtausenden, wird es von Menschen genutzt. Weil Menschen den Hang haben, sich zu berauschen. Ja? Wir haben eine Alkoholkultur und trotzdem des Verbots und der Unterdrückung von Cannabis hat Cannabis ein Marktsegment erobert, trotz Schwarzmarkt. Ja? Was gezeitigt hat, dass der Schwarzmarkt in der Gesellschaft Schaden verursacht. Ja? Das heißt, das Gesetz ist nicht optimal, es ist hüben wie drüben nicht optimal. Aber das Gesetz ist eine Grundlage dafür, den Menschen, die Cannabis nutzen, ein Stück weit das Vertrauen in die Gesellschaft, in die Justiz und in die Polizei zurückzugeben. Ja? Weil wir wollen normaler Bestandteil der Gesellschaft sein. Wir wollen nicht abgestempelt sein als Ratten, als Asoziale. Wir sind normale Menschen, wie alle da draußen sind. Ja? Und jetzt haben wir die Möglichkeit. Ja? Und ich denke, wir werden in Chemnitz eine gute Konstruktion hinkriegen, mit eurer Hilfe natürlich auch. Ja? Aber wir haben unsere Hausübungen gemacht. Warum ich in Chemnitz bin als Österreicher, da ist meine liebe Freundin Jackie schuld dran. Ja? Sie ist auch die zweite Vorsitzende vom Verein. Ja? Und sie selbst hat eigentlich mit Cannabis in ihrem ganzen Leben noch nie was zu tun gehabt. Bis zu dem Zeitpunkt, wo sie mich im Internet kennengelernt hat und festgestellt hat, sie hat eine komplizierte Form der Migräne. Und es gibt nichts, was ihr helfen kann bei ihrer Erkrankung. Ja? Und hat gesagt, ja, sie hat gelesen im Internet, dass Cannabis hilfreich sein könnte bei komplizierten Formen der Migräne. Und hat sich auf mein Anraten hin einfach in Österreich, weil sie ohnehin auf Urlaub war mal, ja, sich bei meinem Hausarzt ein Dronabinol zu verschreiben. Und das war für sie auch ein Aha-Effekt, weil sie hat es jetzt das erste Mal im Leben geschafft, dass sie ihre Migräneattacken durchbrechen und abstoppen kann. Ja. Das Problem bei Migräne ist ja das, wenn du so komplizierte Formen hast, landest du, wenn du Pech hast, in der Schlaganfallabteilung, weil da die halbe Seite wegfällt, oder? Lähmungserscheinungen etc. Ja? Und das ist genau das, was Cannabis macht, das ist neuroprotektiv. Ja? Jeder Mensch hat eben Endokannabinoid-System, deswegen funktioniert das auch so gut. Wusste man vor 25 Jahren noch überhaupt nicht, dass es ein körpereigenes Cannabinoid-System gibt, auf dem die Anandamide die körpereigenen Cannabinoide ansprechen. Ja? Und wenn man
einen Mangel an Endokannabinoiden, also körpereigene Cannabinoiden hat, kann man schwerstens krank werden. Ja? Der Punkt ist, die Natur hat was vorgesehen, das diesen Mangel ausgleichen kann. Das ist Cannabis. Natürlich kann es auch in die andere Richtung ausschlagen, weil wenn ihr zum Beispiel einen 15-jährigen Schüler habt, ja, der von in der Früh bis auf Nacht kifft, oder, wird er keine Lust mehr haben, an der Schule aktiv sich zu beteiligen. Also ich kann es nachvollziehen, dass es für unter 18-Jährige erstmal der wichtigere Punkt ist, macht eure Ausbildung fertig. Wenn ihr die fertig habt und volljährig seid und die Hirnreifung entsprechend fortgeschritten ist, wobei ich glaube, dass das auch überbewertet wird. Ja? Es gibt ein Problem, es gibt 10% der Bevölkerung wird ein Problem mit Cannabis haben, da muss man schon ein bisschen hinschauen und aufpassen. Aber die meisten Leute würden genauso wie mit Alkohol auch überhaupt kein Problem haben. Ja? Alkohol gibt es genauso einen bestimmten Prozentsatz, besser Finger weg von Alkohol. Das gilt für Cannabis wie für alle Substanzen auch. Ja? Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt habe ich mal über die Check-In, über Meet geredet. Wir haben praktisch den Verein letztes Jahr gegründet, zusammen mit Herrn Magister Klaus Hübner. Klaus ist der Schatzmeister von meiner Patientenverein in Österreich und Sozialwissenschaftler ist auch Medienwissenschaftler. Also er bringt einen sehr großen Wissensschatz mit, ja, den wir gerade speziell als Sozialwissenschaftler in der Prävention brauchen werden. Ja. Und er vor allem in Österreich für uns Patienten Gütesiegel im Rahmen meiner Patientenarbeit aufgebaut. Das heißt, wir haben, wie die CBD-Produkte boomen angefangen haben und die Hersteller in Österreich hatten, haben wir das Problem erkannt, der Staat kontrolliert die Substanz nicht. Es ist kein Nahrungsergänzungsmittel, es ist nicht anerkannt, es ist ein Nichts. Man kann es als Aromaprodukt zwar verkaufen, aber es ist eigentlich nicht zum Verzehr zugelassen in der EU. Aber es wird verkauft und es wird akzeptiert. Das Problem ist, es ist Wildwuchs dort. Ja. Da sind wir da hingegangen und haben gesagt, okay, wir schauen mal, was so die Hersteller so treiben und haben mit unseren Freunden aus der Analytik die Cannabinoid-Analyse machen. Wir haben ein ganzes Netzwerk aufgebaut inzwischen an Labors, die die Analysen machen können, die Cannabinoid-Analysen, Schwermetalle, Pestizide, alles was notwendig ist. Ja. Und haben als ehrenamtlicher Verein, als gemeinnütziger Verein, völlig unentgeltlichen Gütesiegel aufgebaut, das inzwischen europaweit ausgezeichnet und anerkannt ist. Ja. Und dieses Gütesiegel ist deswegen ein sehr wichtiger Punkt, weil wir haben die Expertise der Cannabinoid-Analytik an Bord beim Cannabis Chemnitz. Das heißt, wir müssen ja im Rahmen der Gesetze jede Charge, die wir produzieren und abgeben, analysieren lassen. Ja. Das können wir. Check, das kann man liefern. Ja. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, Prävention. Okay, Jugendschutz ist ein wichtiger Punkt, aber der Jugendschutz ist sowieso erledigt ab dem Zeitpunkt, wo kein unter 18-Jähriger in die Räumlichkeiten des Clubs reinkommt. Das ist Jugendschutz. Ja. That's it. Ja. Mehr ist es nicht. Aber Prävention heißt halt auch, bei Problemkonsum, wenn man ihn erkennen kann, gegensteuern zu können. Es kann ja sein, dass jemand Mischkonsum hat, zu viel trinkt und zu viel kifft. Ich meine, wir als Verein sind eine Anbauvereinigung, dann wollen wir abgeben. Ja? Wir sind kein Suchthilfeverein, wie die Suchthilfe Chemnitz oder so. Aber natürlich, es ist gewollt und gewünscht, sehe ich ein, dass wir mit diesen Organisationen und Einrichtungen zusammenarbeiten. Das wird auch stattfinden. Ja? Wir würden das auf einem größeren Rahmen sogar auf die EU-Ebene heben, aber dazu später mehr. Ja. Kurz zu unserem Anbaurat, das sich hier hinten als Techniker versteckt. Der Sebastian ist Absolvent der Technischen Universität Chemnitz und unser Versteher und Auskenner für die technischen Fragen der Cannabiszucht. Ja. Das heißt, es ist ein Glücksgriff, dass er die Pflanze schätzt und dass er bei uns mitarbeitet und mitmachen will. Dadurch ist dieser Part, für den ich überhaupt keine Expertise habe, ja, abgehakt. Oder? Weil er kennt sich aus mit der Technik. Es wird aber sicher so viel Arbeit sein, dass auch noch mehrere Leute aus dem Pool der Mitglieder eingeladen sind, wenn sie wollen, mitzuwirken und sich einzubringen in die Produktion. Ja.
Und dann haben wir den Thomas angeguckt, der ist halt nicht anwesend, für ihn ersetzt der Klaus, weil der hat auch Sozialwissenschaften studiert, der ist auch jetzt gerade online dabei. Der wird später dann auf dem Bildschirm noch ein bisschen was erzählen zu Prävention und Suchthilfe und Qualitätsmanagement. Ja. Jetzt mal ganz kurz zur Planung. Der Plan ist, einen gemeinschaftlichen Cannabis-Anbau sowohl indoor als auch outdoor in Chemnitz zu etablieren. Ja. Wir rechnen damit, dass wir in relativ kurzer Zeit 500 Mitglieder haben werden, wenn es dann soweit ist, dass man eintragen kann. Und das Ziel ist natürlich, eine Indoor, also Innenanbau, zu bewerkstelligen für 500 Mitglieder, ist kein Spaziergang. Ja? Wir rechnen damit, dass nicht jeder 50 Gramm abrufen wird, aber wenn wir 500 Mitglieder sind und sagen wir mal, wir gehen von der Hälfte aus, dass das abgerufen wird, müssen wir im Jahr bereithalten und produzieren eine Menge von mindestens 150 Kilo Cannabis. Ja? Das ist kein Spaziergang, das ist richtig Arbeit. Ja? Und im zweiten Jahr ist die Planung, weil das Ziel ist, in drei Säulen zu arbeiten. Die erste Säule ist, sobald wir die Anbaulizenz haben, werden wir eine 500 Quadratmeter Halle sofort ausstatten, Stecklinge rein tun und in die Produktion gehen. Ja. Das heißt, wir werden dann relativ zeitnah in die Abgabe gehen können und werden uns aber am Anfang sicher beschränken auf 4 bis 5 maximal selten so. Ja. Und eben die Haschischprodukte, die man aus den Schnittabfällen gewinnen kann natürlich. Ja. Aber im zweiten Jahr planen wir im Umfeld von Chemnitz oder in Chemnitz ein entsprechend großes Stück Grünland zu mieten oder zu pachten und im Außenbereich anzubauen. Weil natürlich ein Ziel ist auch, ich bin ein Liebhaber von Haschisch und ich habe sehr schöne Erlebnisse schon mit Cannabis auch als Genussmittel schon hinter mir. Ich muss sagen, das ist sehr simpel zum Herstellen. Man muss das ja nicht extrahieren oder so, sondern das muss man sieben, wie es die Marokkaner machen oder wie es in Nordindien wird das Charas gerieben von den Pflanzen. Ja? Das sind halt uralte landwirtschaftliche Techniken, die jetzt zulässig sind. Ja? Aber um entsprechende Mengen Haschisch zu produzieren, um praktisch auch die Mitglieder versorgen zu können, braucht man eine ganz schöne Menge Pflanzen, die man im Freiland natürlich auch betreuen kann und soll. Wobei hier natürlich, das Sebastian auch bestätigen kann, das erzgebirgische Klima ist doch noch einmal ein bisschen schwieriger als, sage ich mal, in der Toskana, sage ich mal. Ne? Wobei ich sagen muss, es ist auch nicht anders wie in Tirol. Nein, in Tirol ist es sogar ein bisschen grober als Klima, sage ich mal. Aber mit den richtigen Genetiken aus Nepal oder aus Nordindien ist das alles kein Problem. Ja? Da wächst er auch noch auf 1000 Meter. Und den habt ihr ja nicht. Die 1000 Meter, die fehlen mir bald. Na, das ist nicht wurscht. Abgabe von Cannabis-Produkten ist natürlich auch das absolute Ziel. Wenn wir sie produziert haben, geben wir sie ab. Das wird in der Innenstadt erfolgen. Ja. Was uns ein bisschen fehlt, ist der soziale Aspekt. In Spanien sind die Cannabis-Social-Clubs aufgebaut. Ich weiß nicht, kennt ihr jemanden Cannabis-Social-Club in Spanien? War da schon mal jemand dort? Ne? Ja? Okay, dann wirst du wissen, es gibt ein soziales Miteinander. Das heißt, der Staat hat uns das verboten, aber das heißt nicht, dass es nicht ein soziales Miteinander in einem Vereinsheim geben kann, wenn man zum Beispiel einen Gastronom hat, der sagt, okay, ihr seid willkommen, wir lassen Konsum zu. Aber in der Produktionsstätte und in der Abgabestelle selbst wird es kein soziales Miteinander geben können, weil das Gesetz verriegelt. Ja. Aber es gibt Möglichkeiten, ohne tricksen zu müssen, mit einem freundlichen Gastronomen zu arbeiten. Zumal wichtiger Punkt ist auch Harm Reduction, heißt Schadensminimierung. Wir sind angehalten vom Staat Schadensminimierung zu machen. Schadensminimierung heißt aber für mich, ich muss sehen, wie mein Mitglieder das Konsumverhalten ist. Wenn ich das nicht sehe, weil die alle nur ihr Zeug bei uns abholen und zu Hause kiffen, kann ich eigentlich nicht wirklich eine gescheite Präventionsarbeit machen. Das ist ein bisschen ein Problem. Das heißt, ich sehe es als gewisse Notwendigkeit, dass man spätestens im dritten Jahr ein Vereinsheim entweder selbst bauen mit Hanfmaterialien, Baumaterialien, aber dazu später mehr, oder dass man mit dem Gastronomen zusammenarbeiten, der das duldet. Ja? Damit man sieht,
gibt es tatsächlich Leute, die vielleicht saufen, die andere Drogen nehmen, also die man besser zur Suchthilfe schickt, oder? Das wird es geben. Natürlich wichtiger Punkt ist auch Vermittlung von Wissen und Vermittlung von Grobbedarf. Ja? Das heißt, es ist hier im Rahmen des Vereins auch möglich, den Vereinsmitgliedern, das Grobmaterial ist recht teuer, wie man weiß, das kann man dann im Rahmen über den Verein natürlich billig abgeben, weil es gibt sicher genug Leute, die sich liebend gern ihre drei Pflanzen zu Hause und sei es nur als Liebhaberei wachsen, weil es sind so schöne aromatische Pflanzen, die einen gewissen Ziercharakter durchaus hat. Ja. Das heißt aber, das Wissen ist jetzt voraus, dass das nicht grundsätzlich überall vorhanden ist. Das heißt, der Verein ist auch dafür da, Wissen zu vermitteln und den Leuten zu vermitteln, wie kann ich erstens mal anbauen, wie kann ich so Pflanzen züchten, was mache ich, was sind die Schritte, bla bla bla. Aber was ganz ein wichtiger Punkt da ist, wir sollen auch vermitteln einen sicheren Konsum. Die suboptimalste Konsumform von Cannabis ist natürlich mit Tabak mischen und rauchen, weil dann hast du den Nebeneffekt der Verbrennung, den Tabak als Gift drin und das Cannabis als Verbrennungsprodukt mit der und allem dran. Es gibt inzwischen so schöne Geräte, Vaporizer, die völlig schadlos, das ist zugelassen, sogar für Patienten, ja, konsumieren kann. Was uns ein bisschen wehtut, dass die Edibles nicht berücksichtigt sind, weil die gesündeste Form Cannabis zu konsumieren wäre eigentlich Essen. Nur ist das Essen insofern ein Problem, dass es ein bisschen tricky ist mit der Dosierung, weil man kann doch relativ schnell überdosieren, wenn man einen Kuchen macht, oder? Du weißt nicht, wie viel ist genau drin und er isst ein ganzes Stück. Dann kann es doch schon mal sein, dass 2 Tage schläfst. So, ja. Aber in Wirklichkeit gibt es ganz wenig Menschen, die wirklich auch Probleme kriegen können, wie Tachykardien oder solche Sachen. Ja? Da muss man ein bisschen hinschauen und aufpassen, aber nichts im Verhältnis zu Alkohol. Alkohol kann die Overdosen umbringen, Snoop, oder? Mit Cannabis, da musst du schon wirklich extrem dumm anstellen, dass du dich damit umbringst. Also ich weiß von keinem Toten bisher, ja, im besten Willen. Ja, das wisst ihr wahrscheinlich da. Ja. So, sozialer Austausch und gemeinsame Aktivitäten habe ich eh schon gekreuzt, wie wir es machen können, oder? Weil ich finde eben, das soziale Miteinander ist ganz wichtig, dass man sich auch vielleicht auch Musikveranstaltungen, gemeinschaftlich Sachen gestalten einfach. Ja. Es kann sein, wir machen einfach laie Abgabe und die Leute sind dann weg, aber ich sehe schon eine gewisse Notwendigkeit, dass wir uns sozial austauschen. Ja. Wer Lust hat, kann das, aber es ist kein Muss. Das heißt, wer sagt, okay, ich will ein Mitglied sein, mein Material holen, sei so, ist auch völlig in Ordnung. Ja. Aber wir sind angehalten, die Mitglieder zu einem aktiven Vereinsleben anzuhalten. Ja. Das heißt aber auch, dass man vielleicht auch Vereinsausflüge nach Holland macht, oder? Um sich dort die staatliche Produktion anzuschauen. Keine Ahnung. Ne? Also Sachen sind drin. Ne? Qualitätssicherung habe ich schon angekreuzt kurz davor. Qualitätssicherung ist vorgeschrieben vom Gesetz. Und da sind wir super aufgestellt, das erfüllen wir jetzt schon. Also das wird kein Problem für uns sein. Ja? Na, Jugendschutz und Prävention haben wir die Leute, die notwendig sind, am Boot. Da fehlt uns aber noch die Vorgabe von der Land Sachsen als auch von der Kommune Chemnitz, in welchem Rahmen, in welcher Form wir die Zusammenarbeit machen müssen und sollen. Ja. Weil ist es jetzt so, dass man jemanden hier drin sitzen muss im Verein, der was regelmäßig Präventionsveranstaltungen hat, muss ich sagen, wir sind ein Anbauverein und kein Suchthilfeverein. Das heißt, wenn es Probleme gibt, schicken wir die Leute dorthin. Aber ich glaube, das wird gar nicht einmal notwendig sein. Aber wir werden Präventionsbeauftragte haben, die als Ansprechpartner verfügbar sind. Die sind auch da. Dass wir recht gut vernetzt sind mit der Stecklingsproduktionseinheiten in Österreich, sage ich mal, die das schon seit vielen Jahren legal machen, auf einem sehr hohen Niveau. Ja. Wir haben neben den Stecklingsproduzenten eine sehr lebendige CBD-Produktionsszene in Österreich, die große Grow-Facilities gebaut haben mit elektrischer Ausstattung auf bis zu 1000 Quadratmeter. Die wissen, wie es geht und die werden das wissen, haben sie mir eh schon lange vermittelt. Ich habe schon x Grow-Anlagen gesehen, ich weiß auch, wie es geht. Ja. Das heißt, den Aufbau von einem Indoor-Grow, da werden wir alle Unterstützungen haben, die wir im Rahmen der Gesetze holen können. Das werden wir auch tun, weil warum sollen wir Expertise, die es schon gibt, die müssen wir nicht neu erfinden, das ist Nonsens, oder? Und damit kommen wir auch schneller in die Produktion.
mit den Strains ist es auch so eine Sache. Strains, falls nicht jeder Anglizismen hat, die verschiedenen Cannabis-Sorten, also es ist ein unheimlich breites, kaum überschaubares Feld. Ja? Aber natürlich, die Mitglieder haben auch bestimmte Vorlieben oder bestimmte Empfindlichkeiten auf THC, die sagen, wir brauchen eher ein 10 zu 10 mit einem hohen CBD-Anteil und welche sagen, das bringt mir nichts, ich brauche was Starkes, das mich richtig in die Couch drückt. Oder? Genau diese ganzen Sorten muss man einfach kennen. Die Expertise ist bei uns da. Ja? Die Expertise werden wir dann praktisch einbringen und dann sagen, okay, wir werden CBD-Pflanzen genauso haben, weil es gibt Leute, die vertrauen THC nicht, die wollen sich von THC entwöhnen. Dafür ist CBD geeignet. Genauso THC und CBD, wir müssen sowieso für unter 21-Jährige ein Portfolio, ein Produkt haben. Wenn man das schon abgeben soll, dann muss es unter 10% sein. Und da würde ich sagen, da sollte man sogar so hingehen, dass man eine Sorte züchtet, oder die ist eh schon existent, die braucht man nur noch anpflanzen, ja, die 10% CBD und 10% THC hat. Dadurch klammerst du im großen Stil eigentlich die Problematik bei jungen Menschen und psychotischen Reaktionen ziemlich aus, weil CBD ist antipsychotisch. Ja. Das heißt, du hast trotzdem einen Rauscheffekt mit 10% THC, der nur gediegen leicht ist, aber du hast diese antipsychotische Wirkung von CBD drin, die sehr hilfreich ist. Ja. Dann, natürlich das Problem ist, dass dieser Indoor-Anbau mit modernster Technik und unter Einhaltung höchster Hygienestandards heißt, das wird nicht ganz billig, ja, um so eine Anlage aufzubauen. Ja. Das heißt aber, wenn wir die jetzt selbst finanzieren aus den Gründern, und das können wir, ja, dann müssen wir einfach schauen, dass über die Abgabemengen, wir müssen ja reinvestieren, die Investition, die wir getätigt haben, um die Anlage aufzubauen, über die Einnahmen sind sie nicht, sondern die Mitgliedsbeiträge aliquot, so schnell wie möglich das Equipment wieder zurückzuzahlen, dann wird das Equipment innerhalb von 2 Jahren dem Verein gehören. Ja. Das ist also das Ziel, wie wir es machen. So haben wir eigentlich schon abgeklärt, wie wir es machen werden. Ja. Dann, mir ist ein wichtiges Anliegen, dass man von vornherein klar ist, eine Indoor-Anlage ist nichts, wo jetzt 500 Mitglieder außen eingehen können. Das geht von hygienischen Standards her einfach nicht aus. Das heißt, es wird eine Handvoll Leute aus dem Mitgliederpool, die Interesse haben und sagen, sie wollen mithelfen, werden wir die Möglichkeit geben können, mitzuwirken, mitzuhelfen, weil es geringfügig, wie es halt im Gesetz vorgesehen ist. Ja. Aber es wird nicht so sein, dass in der Zucht selbst die Leute außen eingehen können. Das geht nicht, weil sonst habe ich Viecher drin, also Schädlinge drin, Pilze, Belastungen aller Art. Oder? Das wird unkontrollierbar. Oder? Das heißt aber nicht, dass wir nicht das Vereinsleben auch an der Pflanze sehen wollen. Ja? Das heißt, wir werden im zweiten Jahr die Außenanlage aufbauen. Und die Außenanlage ist definitiv etwas, wo die Mitglieder unbedingt mithelfen und mitwirken sollen. Zumal wir den Plan haben, einen Permakulturgarten zu machen, der unser Schau- und auch unser Lehrgarten sein wird. Das heißt, wir werden dort Pflanzen im Umfeld von Salbei, Thymian, Pfefferminze und die verschiedensten Kräuter aus dem Kräuterreich sollen mit dem Hanf in einer Familie wachsen, weil es ist ein Kräut, das ist ein Kraut, das ist ein altes Heilmittel, das ist ein altes Kräut, das man zum Kochen verwenden kann. Das gehört in den Kräutergarten rein. Ja. Und sogar die Hildegard von Bingen ist die Klosterfrau, die Deutsche aus dem 12. Jahrhundert, aus Bingen, die hat im 12. Jahrhundert bereits im Kloster verschriftlicht, welche Kräuter man für welche medizinischen Einsatzbereiche man verwenden kann. Und da hat Cannabis damals schon eine wichtige Rolle gespielt. Ja. Das heißt, wir wollen uns an die Prinzipien von Hildegard von Bingen herannähern und Permakultur zutiefst nach den Permakulturrichtlinien aufzubauen und dort zumindest mal 30 Pflanzen circa voll aufwachsen lassen, dass man mal sieht, was für eine Pflanzen das werden, weil die machen solche Stämme, wenn sie dürfen, und werden 3 bis 6 Meter hoch, oder?
Und dann kannst du die Pflanze daneben setzen, dieselbe Pflanze, und schneidest sie top-cut. Dann entwickelt sich die Pflanze völlig anders, dann kriegst du eine Kugel draus, oder? Und es gibt welche, die machen einen Tisch draus. Das sind die Schnitttechniken, die verschiedene, die auf die Ernte Einfluss haben. Ja? Das wissen die meisten nicht, wenn sie sich nicht intensiv damit auseinandergesetzt haben. Ja? Und dieses Wissen wollen wir auch den Leuten einfach zugänglich machen, vermitteln. Ja? Und unser Wunsch oder unser Ziel ist mit dem Verein im dritten Jahr praktisch, ja, wenn der Permakultur wächst und gedeiht, werden wir wahrscheinlich schon genug Einnahme lukriert haben aus unserem Pool, den wir in den Verein reinvestieren müssen, werden und sollen. Das heißt, wir werden im dritten oder vierten Jahr wahrscheinlich in der Lage sein, im Vereinsheim analog zu den Kleingartenanlagen, ganz Chemnitz, ja, ein Vereinsheim zu bauen. Und zwar mit Hanfbaumaterialien, ja. Um wirklich zu zeigen, wir machen ein rundes Ding. Ja. Der Hanf ist nicht nur Rauschmittel, Hanf ist viel mehr. Ihr seid alle eingeladen, wenn ihr da Mitglieder seid, mitzuwirken. Wie gesagt, alles kann, nichts muss. Aber gerade in der Indoor-Produktion ist natürlich das sehr einschränkt. Da kannst du nicht dabei lassen. Ja. Das haben wir eh schon gehabt. Auch eben Vereinsheim, soziale Events. Das ist natürlich auch etwas, was wir gemeinsam gestalten können, wenn wir uns zusammensetzen. Was machen wir? Machen wir ein Erntedankfest beim Nischl? Setzen wir eine Krone aus Hanf aus? Why not? Das Hutfest setzt dir mal einen Hut an, oder? Wir dürfen uns einmal freuen, oder? Über unseren Ertrag und über unsere Ernte. Ja? Würde ich so sehen. Ja? So, das ist so das Ziel, so ein bisschen, oder? Was unsere Produkte sein werden, oder? Jetzt Extrakte sind ja nicht erwünscht, aber ist auch nicht notwendig. Oder? Wer weiß, ich jetzt wirklich was zum Essen machen, wir können selber was kochen. Es gibt genug Rezepte im Netz. Ja. Aber das Ziel ist natürlich, Cannabisblüten in unterschiedlichen THC- und CBD-Konzentrationen und mit verschiedensten Terpenprofilen. Wenn man sich nicht intensiv mit der Pflanze auseinandergesetzt hat, weiß man gar nicht, was für gigantisch großes Duftreich Cannabis ist, oder? Keine Pflanze riecht gleich wie die andere. Es gibt welche, die riechen nach Sandelholz, es gibt welche, die riechen nach Erdbeeren, ja? Es gibt welche, die riechen nach Mango, die heißen ja nicht ohne Grund so, ja? Und das muss man den Leuten einfach mal vermitteln, das ist ein Reich der Parfüme eigentlich, weil die Terpene sind nichts anderes als Geruchsstoffe, ja? Und was die meisten auch nicht so wirklich am Radar haben, die Duftstoffe von Cannabis haben einen entscheidenden Einfluss auf die Wirkung von der Cannabispflanze. Ja. Das heißt, es ist gar nicht so entscheidend, wie viel THC ich drin habe. Es kann sein, dass eine Sorten, die meinetwegen nur 18% THC hat, oder? Aber so ein spezifisches Terpenprofil, also eine Geruchsmischung hat, dass sie wieder ganz anders wirkt, oder? Als wie komplett dieselbe Pflanze mit einem anderen Geruch. Aber das geht jetzt zu sehr ins Detail. Haschisch ist Verarbeitungsprozedere der Blüte. Das heißt, man gewinnt eigentlich die Harzdrüsen. Auf den Blüten ist das, was aktiv wirkt, ist dieser Rasen von Terpen. Das sind die Harzdrüsen der Cannabispflanzen, die sich nur auf den weiblichen Blüten bilden. Ja? Und diese weiblichen Blüten, die kann man ernten und das macht der Mensch schon seit Jahrtausenden. In Nordindien wird das Harz, das Charas von Hand von der Pflanze runtergerieben. Und das ist mit das beste Haschisch der Welt. Ich war als junger Mann im Nordindien Tracking unterwegs und hatte das Gelegenheit, mal bei einem Bauern einzukehren, der höflichkeitshalber mir mal so ein Charas angeboten hat. Ja. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin dann einen Tag liegen gegangen. Ja. Aber es war ein interessantes Erlebnis, mal zu sehen, wie das eigentlich vor Ort in einem absolut normalen Kontext, das ist Hinduismus, die haben ganz anderes Kultur, also ganz andere Gastfreundschaft. In Marokko habe ich persönlich nicht so gute Erfahrungen gemacht, aber in Marokko gibt es auch exzellentes Haschisch, das schon seit Jahrhunderten angebaut wird und hergestellt. Ja. Da werden einfach Siebe und Screens gemacht und da wird einfach das runtergesiebt mit verschiedenen Siebungsgrade. Nichts, was wir nicht auch hier machen könnten. Deswegen werden wir es auch tun, oder? Ja, und stecken wir einen Samen aus eigener Produktion ist Vorschrift. Vorschrift ist es natürlich nicht, aber wollen wir auch machen, oder? Und der Samenbank ist sowieso was total Spannendes, weil
Wir werden auch mit dem Sebastian zusammen einige Sorten versuchen zu kreieren, die hier im Erzgebirge wirklich gut funktionieren, ja? Die rechtzeitig fertig werden. Ja? Und da wird es halt noch vielleicht ein Kali-Malz geben oder so, keine Ahnung. Ja? Aber so in die Richtung darf es halt schon gehen. Dort wird dann der Herr Magister Hübner, da hat der Klaus noch mal ein bisschen was erzählen, weil er hat das Gütesiegel entwickelt und er hat praktisch die ganzen Kontakte zu den Partnerlabors aufgebaut, ohne dass es nicht funktioniert. Ja. Aber das Interessante ist immer, auch diese Labors sind natürlich latent interessiert daran, was hier passiert. Weil jede Charge überprüfen kostet Geld und zwar nicht wenig. Das heißt, diese ganzen Analyselabors in Europa, die scharren schon mit den Hufen, dass das Landwirtschaftsministerium in Deutschland endlich bekannt gibt, welche genauen Parameter müssen wir abrufen. Also Schwermetalle, Pestizide, was halt in der Lebensmittelproduktion auch wichtig ist. Weil es ist ein Genuss und für manche ein Arznei und ein Nahrungsmittel. Damit gehört es eigentlich genauso kontrolliert, dass wie jedes Bier. Nur jedes Brot, whatever, ja. Orientieren wir uns an dem Allgäuer Gütesiegel, weil das haben wir schon fertig, das braucht man nicht neu erfinden und damit haben wir die Analyse am Bord, oder? Und damit kann man die Produktion lückenlos nachweisen und die Kooperation mit nationalen und internationalen Labors hat natürlich auch einen wissenschaftlich forschenden Aspekt, ja. Und das ist mir auch noch ganz ein wichtiges Anliegen und deswegen bin ich auch froh, dass der Sebastian am Boot ist als Absolvent der Technischen Universität. Wir wollen das schon auch beforscht sehen. Ja? Und wir wollen genau diese ganzen Punkte, die immer angeprangert werden, wissenschaftlich betrachten und schauen, was ist dran, wie viel Substanz ist an dieser Gefährlichkeit, whatever. Ja? Weil dann können wir mal beweisen, dass das Ganze ja vielleicht einmal über Jahrzehnte in einem völlig falschen Licht dargestellt wurde, ja. In erster Linie vom Gesetzgeber natürlich. Prävention ist ein wichtiger Punkt, weil es das Gesetz fortschreibt, aber wir wissen den Umfang nicht. Ja. Und da habe ich eh schon ein bisschen was gesprochen, da wird der Klaus den Rest dann machen. Ja. Da kann man auch schon gut gehen. Jawohl, einen Punkt kann man noch. Wichtiger Punkt ist nur, es gibt einen Verein, einen europäischen Verein für Harm Reduction und akzeptierende Drogenarbeit, das ist ENCODE. ENCODE ist a European Coalition for Just Drug Policies, also ein Verein, eine Kooperation für eine gerechte Drogenpolitik in der EU. Mit dieser gerechten Drogenpolitik haben die vor 25 Jahren schon angefangen, ein Konzept für Cannabis Social Clubs entwickelt. Eine gute Freundin von mir ist Schatzmeisterin von ENCODE. Sie ist am Boot als Gründerin bei unserem Club. Ja. Und sie waren involviert bei den spanischen Clubs und haben dort das Harm Reduction Präventionskonzept erarbeitet und sie waren federführend beteiligt an der Präventionsstrategie in Malta, wo ja die Clubs vorausgegangen sind. Ja. Das heißt, wir sind zwar kein Suchthilfeverein, aber wenn wir schon Prävention und Suchthilfe machen sollen, werden wir uns natürlich mit diesen Netzwerken vernetzen und auch anderen Clubs die Möglichkeit geben, fertige Präventionskonzepte zu bekommen, ja, damit die das nicht alles neu erfinden muss. Ja. Und das Ganze sollte eigentlich ein Präventionskonzept auf europäischer Ebene werden, ganz ein wichtiger Punkt. Ja. Weil es wird in den nächsten 10 Jahren gravierende Veränderungen stattfinden in der EU in Bezug auf Cannabis, weil Deutschland vorausgegangen ist. Ja. Und Deutschland ist die mächtigste Wirtschaftsnation in der EU, braucht man nicht reden, dass das massive Auswirkungen auf die EU haben wird. Und ihr könnt danach noch ein paar Fragen machen, speziell wenn es Fragen gibt zum Medizin, da bin ich jetzt schon richtig gut aufgestellt, weil ihr eigentlich schon seit 2011 Patientenberatung macht und hunderte Patientenberatungsgespräche geführt habe und auch vermittelt habe an Ärzte und Apotheker, die einen Plan von der Materie haben. Ja. Es gibt auch Möglichkeiten zu übermitteln, Patienten, die schwere Krankheiten haben, wie können sie in Deutschland an eine Verschreibung kommen, das ist auch nicht ganz unwesentlich. Es ist zwar nicht das Kerngebiet vom Anbauclub, ja,
Aber nachdem wir wissen, es gibt in Sachsen sehr viele Patienten, die keinen Arzt finden, werden wir denen Hilfestellung anbieten. A, dass sie einen Arzt finden, der ihnen das verschreibt, was ihnen helfen könnte, und sie begleiten, was ist sinnvoll bei welchen Krankheiten und was nicht. Ja. Und natürlich, welche Apotheken geben ab und haben diese Pflanzen. Ja. Und dann werden wir schauen, ob das nicht vielleicht auch in Sachsen möglich ist, dass die Ärzte ein bisschen verschreibungsfreundlicher mit Cannabis sind, weil das haben wir jetzt noch ein bisschen Probleme. Der Klaus wird jetzt gleich nachher referieren über Qualität und Prävention. Der Sebastian kann danach vielleicht noch ein paar Antworten geben, wenn jemand was über Grow-Technik, Strains oder Anbau wissen will. Da kann er ein bisschen was erzählen. Kann ja, kann man gemeinsam. Und die Jackie hat eine Firma aufgebaut in Österreich in den letzten Jahren und verkauft dort CBD-Produkte und Samen, weil in Deutschland ist es ja rechtlich immer noch so eine Grauzone gewesen. In Österreich ist es als ausjudiziert und möglich. Das heißt, sie hat auch in ihrem Produktportfolio Seeds aufgenommen und man kann über ihren Shop in Österreich völlig legal, wie es das Gesetz vorsieht, Samen mit einem schönen Prozentabschlag bestellen, weil wir Chemnitzer sind. Auch wenn wir die Firma in Österreich haben. Ja. In Deutschland werden wir in Zukunft wahrscheinlich auch die Samen haben und die Steckling abgeben können. Im Moment geht es halt noch nicht so. Deswegen, sie hat eine QR-Code oder glaube ich irgendwas mit, oder? Dass die Leute praktisch auch ihren Code mitnehmen können, sie bei ihrem Shop billig einkaufen. Speziell die Samen. Sie hat sie jetzt gerade aufgebaut erst und hat damals Sorten reingetan, die hier in Sachsen funktionieren müssten. Nach unseren Erfahrungen. So, das war jetzt meins. Man kann mich hören, es hat vorher ein bisschen Tonprobleme gegeben, aber ich denke, es wird alles funktionieren. Von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Klaus Hübner, der Gary hat mich ja schon vorgestellt. Ich bin diplomierter Sozialwissenschaftler, ich bin außerdem Vorstandsmitglied im Verein AG Kanner, den der Gary erwähnt hat, auch Vorstandsmitglied im Verein Encode, den der Gary erwähnt hat. Ich habe mehrfach schon publiziert, wissenschaftlich, also zum Beispiel eine Studie über die Anwendung von CBD bei Demenzkranken. Heute stellen wir uns ja hier nicht nur unseren Mitgliedern vor, sondern auch der Öffentlichkeit. Es sind ja auch Herrschaften von der Presse da. Und insofern sahen wir es als relativ wichtig an, unsere Position noch einmal klar darzustellen im Hinblick auf Gefahrenminimierung und Schadensreduktion. Das Cannabis-Gesetz gibt in diesem Sinne einen gewissen Katalog von Maßnahmen vor. Dazu ist erst einmal natürlich zu sagen, dass wir den Bestimmungen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen penibelst Folge leisten werden, da einige von uns selbst auch Eltern sind. Also das steht völlig außer Frage, dass zwischen Kindern und Jugendlichen in unserem Anbauclub keinerlei Schnittmenge geben kann. Da gehen wir sozusagen entschieden auf Abstand. Ja, Kapitel 2, Paragraph 8. Suchtprävention des Cannabis-Gesetzes dreht sich um das derzeitige und zukünftig stark erweiterte Angebot der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zum Themenbereich Cannabis, wovon wir im Club extensiv Gebrauch machen werden. Also der Club Chaos sucht aktuell und wird auch fortan stets nahe Verhältnis und Kooperation mit dieser und allen anderen öffentlichen Stellen suchen und pflegen, um Gefahren zu minimieren und Risiken zu meiden. Und hier sind natürlich auch vor allem auch die behördlichen und öffentlich finanzierten Anlaufstellen in Sachsen und Chemnitz gemeint. Kapitel 4, Abschnitt 2 des Cannabis-Gesetzes stellt das Regelwerk für Anbauvereinigungen wie unserer dar. Auch hier werden wir selbstverständlich allen Paragraphen tunlichst Folge leisten. Wir werden auch allgemein Workshops für unsere Mitglieder veranstalten, um sie mit dem Gesetz vertraut zu machen. Also das sind gewisse Vorgaben einzuhalten, Schutzmaßnahmen vorzunehmen, auch baulicher Natur.
es sind eine Menge Daten abzuliefern. Selbstredend werden wir lückenlos das alles befolgen und dafür sorgen. Betrachten wir jetzt einmal genauer jene Punkte, die sich mit Schadensreduktion beschäftigen. Da gibt es in den Paragraphen 17 und 18 vor allem Teile, also Textstellen, die sich mit Pflanzenschutzmitteln und Pestiziden befassen. Es geht um Schwermetallgehalte, Düngemittel, Schimmelpilzgifte, schädliche Mikroorganismen und dergleichen, dass alles im Cannabis enthalten sein kann, aber bestenfalls nicht soll. Also das Ansinnen des Gesetzgebers ist es, hier eine saubere, einwandfreie Herstellung des Cannabis zu gewährleisten, damit man ein prinzipiell gefahrlos konsumierbares Produkt erhält. Es geht also um Produktsicherheit und Qualitätskontrolle. Auf der anderen Seite geht es im Cannabisgesetz um die Reduktion der Risiken, ein Cannabis-Abhängigkeitssyndrom zu entwickeln. Hier liegt der Fokus natürlich sehr stark auf Konsumenten mit problematischem Konsumverhalten und psychosozialen Auffälligkeiten. Der Gary hat das auch schon erwähnt. Kurz gesagt, es geht um Suchtkrankheit und deren Vermeidung durch Präventionsmaßnahmen. Suchtprävention. Andere Erkrankungen spielen schließlich auch noch eine Rolle. Es gibt Risiken für Lunge und Herz-Kreislauf, vorrangig bei den Cannabis-Rauchern. Und daneben gibt es allgemeine Risiken, vor allem für die Psyche. Das sind gewisse, naja, man sagt, also man nennt das Korrelationen, das sind Zusammenhänge, deren Ursächlichkeit eigentlich unklar ist. Aber es gibt halt so Zusammenhänge zwischen Cannabis und Psychosen, Cannabis und Schizophrenie. Also auch hier ist Vorsicht geboten. Und das wäre der abschließende Teil dieses kurzen Vortrags, die gesundheitliche Aufklärung, die über die Suchtprävention hinausgeht. Was tut also der Club Karl für Punkt 1 Produktsicherheit und Qualitätskontrolle? Im Cannabisgesetz ist ersichtlich, dass es den Behörden wichtig ist, das legale Cannabis in den Anbauclubs frei von Schadstoffen zu halten. Analog zu EU-weiten Bestimmungen für die Sauberkeit und bedenkenlose Konsumierbarkeit von Lebensmitteln werden hier gewisse Qualitätskontrollen verlangt. Unser Club, wie der Gary eben vorher schon ausgeführt hat, unterhält eine enge Kooperation mit dem Cannabis-Patientenverein AG Canna. Der besteht seit 10 Jahren und seit 8 Jahren bietet er ein Gütesiegel für cannabinoid-haltige Produkte europaweit an und so eben auch für Cannabisblüten. Und dabei werden Produktproben einer Reihe von Laboranalysen unterworfen und bei entsprechender Qualität mit dem Siegel ausgezeichnet. Hier arbeiten wir mit zahlreichen Laboren in Österreich, Deutschland und Spanien zusammen. In Deutschland zum Beispiel mit der Nateco 2 in Bayern, es gibt ein Labor in Bonn, es gibt 2 Labore in Berlin. Also in Spanien das älteste Labor, das sich in Europa mit, also am längst gedienteste Labor, das sich in Europa mit Cannabis beschäftigt. Die Fundación Canna. Auch viele dieser Labore sind auch ISO-zertifiziert und auch behördlich akkreditiert. Die Canna wird in Kürze eine neue Variante ihres Gütesiegels für deutsche Cannabis-Anbauclubs vorstellen, in Kooperation mit diesen Laboren. Das umfasst sämtliche gesetzlich vorgeschriebenen Laboranalysen, nämlich Cannabinoid-Analyse. Also da wird ein Cannabinoid-Profil erstellt. Cannabinoide sind, wie Sie sicher wissen, die Wirkstoffe der Cannabispflanze, vorrangig THC, CBD, CBG und deren Säureformen. Es gibt 15 bis 20 der häufigsten Cannabinoide, werden heute in modernen Laboren analysiert. Das ist dann sozusagen die primäre Qualitätsmerkmalsanalyse, wie stark, wenn man so möchte, ist das Cannabis. Auch Terpenoide hat Gerrit bereits erwähnt. Terpenoide sind ganz wichtige Wirkstoffe in der Cannabispflanze. Es sind tatsächlich Duftstoffe. Sie haben Namen wie Cariophyllen, Humulen, Limonen, Pinen, Myrcen. Es gibt sehr viele davon. Und die Gehalte an diesen Terpenoiden sind sehr aussagekräftig für die Qualität von Cannabis. Aber sie sind auch therapeutisch, also für die Wirkung der Pflanze, relativ wichtig. Ja, also vielleicht kennt jemand oder haben Sie schon einmal gehört von einer ganz anderen Pflanze, Zaubersalbe. Das ist sozusagen eines der stärksten halluzinogenen Pflanzen, die bekannt sind.
geht einher mit vollständigem Kontrollverlust und also Übertreten in eine völlig andere Welt. Und der Wirkstoff in diesem Zauber Salbei ist tatsächlich ein Terpen. Also diese starke psychedelische Wirkung kommt von einem Terpenmed. Ja, kleiner Aufschrei. Die nächste Analyse, die wir durchführen werden, ist auf Mikroorganismen. Das sind hauptsächlich Kolibakterien, Hefe und Schimmelpilze. Also Kolibakterien sind eben Fäkalbakterien. Auch gesucht wird nach Schimmelpilzgiften, Mykotoxinen, die sind sehr schädlich, auch kanzerogen, die sollten möglichst gar nicht drinnen sein. Natürlich auch Schwermetalle wie Blei oder Quecksilber, die können auch sehr schädlich sein, also auch davon sollte das Cannabis frei sein. Und natürlich Pestizide, also ein großer Katalog von Chemikalien gegen Schadinsekten und Pilzbefall, der in der konventionellen Landwirtschaft weltweit sehr extensiv verwendet wird und auch eine sehr komplexe Analyse ist. Also alle diesen gesamten Katalog von Analysen lässt man durchführen, um zu prüfen, ob das Cannabis konsumfähig ist und dann wird eben das Gütesiegel erteilt. Außerdem gibt es noch eine Analyse der Stecklinge auf den Hops Latent Viroid. Das ist ein Viroid, also das ist eine ganz neue Erkenntnis in der Cannabisforschung. Diese Viroide, die führen dazu, dass die Pflanze verkümmert wächst und auch deutlich schlechtere Qualität hat. Und sozusagen auch darauf wird geprüft. Und die Zertifikate werden dann auf der Website veröffentlicht und in einem Gutachten für Laien erklärt und so ist es sozusagen dann gegeben, dass für jeden die Qualität und Sicherheit des Produkts transparent und unabhängig belegt und nachprüfbar ist. Glück Karl wird auf jeden Fall für alle seine Cannabis-Sorten und Ernten dieses Gütesiegel beanspruchen, damit sich unsere Mitglieder jederzeit selbst vergewissern können, dass ihr Cannabis vollständig im Labor auf Herz und Nieren geprüft wurde und von höchster Qualität ist, also schadstofffrei und unbelastet. Außerdem werden wir uns im weiteren Verlauf über unsere Mitarbeit im Dachverband der deutschen Anbauvereinigungen dafür einsetzen, dass die deutschen Clubs diese Qualitätsansprüche als Standard adoptieren, weil das halt auch deutschlandweit geltende Qualitätsansprüche werden soll. Die Laboranalyse der Cannabinoidgehalte hat hier übrigens mehrfach Funktion. Einerseits erkennt man die Menge an Wirkstoffen und das erlaubt Rückschlüsse, also relative Rückschlüsse auf die Wirksamkeit, auf die Art der Wirkung. Andererseits ist die Cannabinoid-Analyse auch für die unter 21-Jährigen wichtig, wie der Gary gesagt hat, weil das THC ja nicht 10% übersteigen darf bei den Sorten für die unter 21-Jährigen. Weil das ist wichtig für die Entwicklung des Gehirns und zählt also auch zur gesundheitlichen Aufklärung. Und es hat auch etwas zu tun mit Suchtprävention. Schauen wir uns näher an, wie sich der Club Karl in diesem recht problematischen Feld positioniert. Behörden gehen ja davon aus, international, dass Cannabis oder gewisse Cannabis-Wirkstoffe hochgradig suchtauslösend sind. Auch wenn es dazu eine gegenteilige wissenschaftliche Konsensmeinung gibt, wollen die Behörden kein Risiko eingehen und schreiben Regeln für die Abgabe von Cannabis vor, um die ganze Angelegenheit etwas bedeckt zu halten. Da werden wir uns natürlich ohne Abstriche daran halten. Also wir werden die Vorgaben einhalten. Wenn man genau hinschaut, Abschnitt 4 des Cannabisgesetzes beschäftigt sich in Zuchtpräventionsvorschriften in Anbauvereinigungen. Die Einhaltung dieser Maßnahmen und viele darüber hinausgehenden Maßnahmen kann sich stützen auf die Erfahrungen aus Ländern, in denen eine Legalisierung oder eine weitgehende Entkriminalisierung bereits länger intakt ist. Das ist etwa in Ländern, in den EU-Ländern Holland, Spanien und Malta der Fall. Man kann dank der dort aktiven Organisationen und deren Risikomanagement tatsächlich bereits auf viele aus der Erfahrung gewonnene Best-Practice-Lösungen zurückgreifen und diese einfach für den eigenen Anbauclub in Deutschland anwenden und schon sind die Bestimmungen des Cannabis-Gesetzes in diesem Sinne mehr als befolgt. Also hier hat sich der Club Karl eben mit der europäischen Organisation ENCRO zusammengetan, um teilzunehmen an der Erstellung eines Katalogs von Präventionsmaßnahmen, die sich als sinnvoll etabliert haben beim Cannabis-Risikomanagement. Ziel ist es, in einer Zusammenarbeit zwischen holländischen, spanischen, maltesischen, österreichischen und deutschen Organisationen einen Maßnahmenkatalog zu erstellen, der zum europaweiten Standard werden soll. Und
Besonders wichtig ist in Deutschland bei der Suchtprävention die Benennung eines eigenen Beauftragten für jeden Club. Der Club Karl hat hier tatsächlich zwei Personen, die entsprechend ausgebildet und kompetent sind und in diesem Bereich die akademisch erarbeiteten und bewährten Konzepte aus der Sozialwissenschaft und Sozialarbeit zur Anwendung bringen werden, wobei sie auf enorme direkte Erfahrungen mit Sozialarbeit in diesem Bereich zurückgreifen können. Also auch hier muss man nichts neu erfinden. Man nimmt die bewährten Konzepte und wendet sie an. Und wir haben eben Leute bereits im Gründungsteam an Bord. Also wir haben erfahrene Profis am Werk, die bei Suchtprävention im Rahmen von Sozialarbeit schon auf jahrelange Arbeit zurückgreifen können. Und das können Sie auch auf der Teamseite, im Internet, auf unserer Teamseite sozusagen nachlesen. Darüber hinaus ist eine intensive und enge Zusammenarbeit mit regionalen und mittelfristig auch mit überregionalen Behörden von unserer Seite auf jeden Fall wünschenswert und selbstverständlich. Also die Strukturen, die das Land Sachsen und allgemein die Bundesrepublik in Sachen Suchthilfe und psychologische Anlaufstellen in den letzten Jahrzehnten geschaffen haben, sind eine unbezahlbare Hilfe für unsere Arbeit und darauf zurückgreifen zu können, ist für diese Arbeit von immensem Wert. Also nur damit können wir eigentlich garantieren, dass bei uns niemand zurückgelassen wird oder sich selbst überlassen oder allein gelassen wird. Und wie eben auch der Gary eben schon angeklungen hat lassen, es ist nämlich tatsächlich so, wenn nämlich für die meisten Menschen Cannabiskonsum absolut problemlos abläuft, kann er für manche ein richtiges, ernstes Problem werden. Und gerade für diese Fälle wollen wir dann auch das bestmögliche Auffangnetz bieten. Und wieder auch hier greift man auf die bereits vorhandenen Strukturen zu und nützt sie bestmöglich aus. Das Ganze gilt natürlich nicht nur für die Suchtproblematik, sondern allgemein für alle weiteren gesundheitlichen Risiken im Themenkreis. Also für diese werden wir ebenfalls gesundheitliche Aufklärung bieten. Im Cannabisgesetz ist eine gewisse Informationspflicht ohnehin vorgegeben im Hinblick auf Risiken rund um den Amberclub. Auch hier werden wir auf die Erfahrungen der bereits angesprochenen Organisationen zurückgreifen und wir werden Bewährtes zur Anwendung bringen, um unseren Mitgliedern Methoden und Möglichkeiten zur Minimierung der Risiken für die individuelle Gesundheit näher zu bringen. Und dafür werden wir auch laufend Infomaterial zur Verfügung stellen und Workshops veranstalten. Also diese Workshops drehen sich dann zum Beispiel um Alternativen zum Rauchen, um Möglichkeiten der Suchttherapie, um Anlaufstellen bei psychischen Problemen, mittelfristig auch um Lifestyle-Adaptierungen für ein gesünderes Leben. Also selbstverständlich erhält jedes Mitglied auch ein Kompendium mit Anlaufstellen, die sofort kontaktiert werden können, wenn ein gesundheitliches Problem auftritt. Also egal ob psychisch oder physisch. Das ist alles vom Gesetz vorgeschrieben, das haben wir auch alles bereits fix inkludiert und wir sind hier sozusagen, also wir überbefolgen quasi die möglichen Regulierungen ohnehin schon jetzt. Und daher sind wir überzeugt, dass sich der Club Karl mit all diesen erwähnten Maßnahmen vorbildlich positioniert, im Sinne dessen, worauf das Gesetz bei der Schadensbegrenzung abzielt. Wir möchten natürlich, also ich möchte schon auch, das ist alles jetzt, hört sich ein bisschen trocken an, deswegen möchte ich schon auch betonen, dass wir kommen natürlich aus der gesundheitlichen Anwendung von Cannabis, aber die Anwendung von Cannabis ist ja auch sozusagen ein in der Psychedelik, in der Psycholyse sozusagen durchaus ein relevantes Mittel. Und wenn es jetzt um Suchtprävention, aber auch Suchttherapie geht, sind wir auch sehr gut vernetzt mit Strukturen, die alternative Suchttherapiemöglichkeiten anbieten auf legaler Ebene. Also ich spreche zum Beispiel von der Anwendung von Ibogaintherapie oder auch Tryptamintherapie. Das sind als psychedelische Wirkstoffe, die sehr große Erfolgsquoten haben bei Dependenzstörungen, also bei Abhängigkeitsstörungen. Auch da sozusagen können wir den Mitgliedern Rutschen legen und haben die Verbindungen ins Ausland in Ländern, wo diese Anwendungen gesetzeskonform und legal möglich sind. Und wir werden sozusagen auch damit sehr, sehr verantwortungsbewusst und verantwortungsvoll umgehen. Dafür würde ich sozusagen auch persönlich garantieren. Ja, ich halte mich kurz, deswegen vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Wir würden uns jetzt gern Ihren Fragen stellen, wenn Sie noch Fragen zu der einen oder anderen Thematik, die wir angesprochen haben, aufgetaucht sind, dann stehen Gary und ich und auch der Sebastian jetzt gerne zur Verfügung. Vielen Dank. Ja, Freunde, habt ihr Unklarheiten, Fragen, Ideen, Wünsche? Ja. Ja. Und zwar, ihr habt ja mit dem Glyphosid geredet, das AC. Ja. Ist das dann auch auf den Cannabinoiden drauf bei euch? Wenn es im Rahmen der Gesetze möglich ist, wenn man das Glyphosid drauf machen. Okay, weil ich habe die Broschüre etwas durchgelesen, da hat ja was drinsteht von 20% Rabatt auf die Produkte mit diesem Stempel. Ja, das gilt nach wie vor bei Mitgliedern von der AGKANA in Österreich. Also. Aber das können wir natürlich dann später, wenn der Verein existiert, auf den CSC übertragen. Mhm. So, da kann man sich was machen. Alle wunschlos glücklich. Ja, doch schon sehr glücklich mit der Darstellung. Aber gibt es irgendwie grobe Zahlen, so dass man sich ein bisschen konkreter vorstellen kann, wie die Fahrt geht? Von den Preisen für die Produkte? Also wir haben die Kalkulation. Ja, die Kalkulation steht. Also wir haben im Hintergrund ein mächtiges Excel. Konstrukt, ja. Wo die ganzen Daten erfasst sind, weil es natürlich von Stromverbrauch über Wasserverbrauch, Hallenmietflächen etc., das sind Daten, 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 oder? Da sind wir schon viele Stunden zusammengesessen, oder? Ja. Voraussichtlicher Verkaufspreis, welche Produktkategorien etc., ja. Das muss man ja alles irgendwie so ein bisschen verschriftlichen in Form von Zahlen. Oder? Das haben wir gemacht. Oder? Aber natürlich ist das eine interne Geschichte, ne? Weil das ist der Vorstand, der das Ganze erarbeitet hat. Oder? Und wird aber sicher bei Zeiten den Mitgliedern, wenn wir als Club stehen, gibt es natürlich eine Mitgliederversammlung und da werden die Zahlen breit aufgebracht. Wie viele Interessenten? Ja. Ich habe hier mal eine Frage ganz konkret, noch viele interessieren Kosten. Ne? Ja. Also diese 99 Euro ist ja diese Jahresgebühr, für diese Investitionen und alles. Mhm. Und dann gibt es Modelle mit monatlichen Mengen, also zum Beispiel 10, 30 und 50 Gramm. Mhm. Wird es dann so sein, wenn man weniger Gramm nimmt, dass es dann teurer ist als 7 Euro? Oder oder ist das nur jetzt so beispielhaft? Gute Frage. Also grundsätzlich ist es so, die 99 Euro beinhaltet praktisch die Jahresgrundgebühr von 29 Euro plus das Package Small, das heißt 70 Euro. Das heißt, die 99 Euro für die Ersteinzahlung beinhaltet den Jahresmitgliedsbeitrag ohne Cannabis, das sind die 29 Euro für den Verwaltungsaufwand. Ja. Und das Package Small, deswegen 99 Euro, oder? Das heißt, das ist noch ein Betrag, wo man praktisch bei der ersten Ernte schon direkt seine 10 Gramm kriegt. Wenn er jetzt die 99 Euro einzahlt, sobald das Vereinskonto existiert, kann man praktisch schon automatisch das Package Small abrufen, sobald geerntet und getrocknet ist. Man kann natürlich auch switchen, also grundsätzlich die 7 Euro ist ein Mittel. Weil natürlich, wenn du verschiedene Produkte hast, die verschieden großen Aufwand in der Produktion macht, wie zum Beispiel Haschisch ist viel mehr Aufwand als eine simple Blüte aus dem Freiland. Ja. Natürlich ist da Spielraum drin. Ja. Also ich sehe die Preisgestaltung bei 4 losgehend bis 12. Und dazwischen, das hängt von den Sorten ab. Also 4 Euro, dass ich einfach ein Freiland Cannabis, von dem man durchaus eine größere Menge produzieren kann, weil man sie auch zur Haschischproduktion verwenden wird, ja, die sind natürlich wesentlich günstiger in der Herstellung als jetzt zum Beispiel Indoor-Produktion. Da sehe ich den Preis nach schon, also
du hast Stromkosten, Dünger, Arbeit etc. Das ist viel mehr Aufwand als wie im Freiland. Und da sehen wir den Bereich bei 7 Euro eh sehr günstig einsetzt. Ja. Aber natürlich, das kriegen wir auch von den Sorten, von den Erträgen ab. Oder wie viel hole ich von den Pflanzen runter? Entscheidet mich auch, wenn ich von einer Sorte mehr habe, kann ich sie günstiger anbieten, wenn ich es kaufmännisch anschaue. Ich komme aus dem Großhandel ursprünglich, ich bin jetzt seit einigen Jahren in Pension. Das heißt, es wird alles reinvestiert, der Club soll auch den Mitgliedern dann später was bieten können. Ja. Und beim Hasch ist es halt so, das ist ein weiterer Arbeitungsschritt, der sehr aufwendig ist. Und du hast natürlich, wenn du Haschisch runterholst von den Blüten, hast du einen Faktor 10 weniger Ertrag, weil du nur die Harzdrüsen sammelst. Aber, und da holst du von 100 Kilo vielleicht 10 Kilo Haschisch runter oder so, also grob. Bitte gerne. Ja? Also hat ihr das so gedacht, dass jedes Paket einen anderen Preiswert insgesamt hat? Ja, genau, weil wir dürfen sie nicht verkaufen. Das ist ausgeschlossen. Ne? Aber dann haben wir uns gedacht, eine Package-Lösung ist da eigentlich ideal, wo die Mitglieder aber switchen können. Mhm. Wenn einer zum Beispiel sagt, ich habe jetzt das Package 50 Gramm und sagt dann im nächsten Monat, das war mir zu viel, ich habe nur vom letzten Monat, man kann das switchen auf die 30 oder auf die 10. Und umgekehrt auch, oder? Dass wir diese Variablen drin haben, oder? Wie es im freien Handel wären. Aber wir müssen es halt nach dem Modell machen, weil wir dürfen nicht der Gramm abgeben, sondern wir dürfen nur eben zum Selbstkostenpreis abgeben über den Vereins, über den Mitgliedsbeitrag und über die Abgabezahlungen. Ne? Und was ist, wenn ich jetzt mal das 50 Gramm Paket habe im ersten Monat und habe es aber nicht geschafft, auf die 50 Gramm zu kommen? Was ist denn dann, muss ich dann irgendwie einen Bonus dafür zahlen, dass ich es letzten Monat nicht geschafft habe? Oder? Das müssen wir uns sicher noch auch durchaus im ganzen Kreis noch mal ein bisschen ausdiskutieren, weil das ist ja fluent, das heißt, das ist ja alles in Bewegung. Also wir werden da sicher mit euch allen, wenn ihr Mitglieder seid, diskutieren, wie wir das machen. Wir haben einen groben Fahrplan, der ist schon relativ detailliert, aber viele Detailfragen werden sich erst stellen, oder, wenn wir im Tun sind. Oder? Und da ist natürlich jeder Mitglied ist gefordert, dass er seine Ideen und seine Wünsche einbringt. Weil nur so kann man einen gescheiten Social Club machen. Oder? Und das ist ja das Ziel, dass wir ein soziales Miteinander haben, wo die Leute sagen, das taugt mir da nicht so. Es ist natürlich ein Problem, da habe ich gestern mit jemandem ein längeres Gespräch gehabt. Wenn es jetzt jemand ist, der nur Gelegenheitskonsument ist, oder, ist das Gesetz schon sehr fehlerhaft. Noch, weil da fehlst dem Gelegenheitskonsumenten, fehlt eigentlich irgendwo eine Möglichkeit, wo er sich legal versorgen kann. Weil der Club, der kann nicht ein Package 1 Gramm anbieten. Oder? Es wird mir irgendwann unwirtschaftlich, weil du musst es analysieren nach und so. Oder? Eigenanbau, ja, das ist eine gute Möglichkeit, sage ich mal. Oder? Aber auf der anderen Seite, es ist sicher notwendig, dass man diese Modellregionen werden wahrscheinlich noch kommen, zumindest will es die Regierung. Ja? Und die medizinischen Produzenten in Deutschland, die stehen ja schon Gewehr bei Fuß, die scharren ja schon mit den Hufen. Und wenn man dem Schwarzmarkt wirklich teilweise das Wasser abgraben will, dann muss man das die medizinischen Produzenten auch setzen. Ja? Weil der Markt ist in Deutschland echt riesig, oder? Und die Clubs selber können nur einen ganz marginalen Teil von der Versorgungssicherheit gewähren. Der interessante Teil, den wir im Moment sehen, ist, das hat keiner am Radar gehabt. Ja? Diese Telemedizin-Plattformen sind so entbürokratisiert worden durch das neue Gesetz, ja? Dass die innerhalb von 10 Minuten über Telemedizin-Plattformen, es gibt mehrere für 4,20 Euro, nach 10 Minuten ein Rezept hast, das da durch Versandapotheken innerhalb von 10 Tagen zuschickt, ohne irgendein Theater, oder? Und vor allem die Preise bei den Medizinalhandelssorten sind massiv nach unten gegangen. Du hast im Moment einen Preis von die 4 Euro bis 12 Euro. Das heißt, die billigsten Sorten oder günstigsten Sorten, die haben ohne 20% THC, das ist schon ganz anständig. Das ist mehr, als wie die meisten Schwarzmarktsorten haben. Ja. Und ich glaube, das war durchaus Absicht, dass man das gemacht hat. Weil ich bin Patient, ich habe schon lange Cannabis-Verschreibung und habe das bisher immer über Telemedizin auch gemacht, allerdings habe ich auch immer einen Arzt gehabt, mit dem ich gesprochen habe und eben, wie geht es mir, wie verschreiben wir weiter etc. Das ist abgeschafft, das muss man nicht mehr, wenn man das nicht braucht. Macht man sie einmal da durchklicken und kann sie innerhalb von einem Monat bis zu 100 Gramm abrufen. Oder? Und
Ich glaube, das war absolut bewusst gewollt, weil diese Methode ist vor allem für die Altpatienten nicht ganz sauber, weil die ärgern sich, die haben sich jahrelang gekämpft, dass sie praktisch eine Versorgung haben. Ja. Und jetzt ist es aber so, dass jeder, der zum Beispiel Schlafstörungen hat, oder wie ein Ibuprofen, oder sich einfach über Telemedizin für 4,20 Euro ein Rezept holen kann und du hast 10 Tage später dein Gras in deinem Brustkasten. Ja. Und das ist aber ein Punkt, den hat keiner am Radar gehabt. Das passiert jetzt gerade im massiven Umfang. Oder? Und die Apotheken kommen kaum nach mit dem Liefern im Moment. Oder? Aber das schießt den Schwarzmarkt am massivsten an. Weil erstens ist das kontrollierte Qualität, oder? Die ist analysiert. Und die Lager sind voll. Wir haben ja hier in Sachsen auch einen riesigen Produzenten, die Demekan bei Dresden. Das ist eine riesige Cannabis-Medizinproduktion, oder? Die scharren auch schon alle mit dem Hufen, dass sie die Modellregionen bekommen. Ja? Weil dadurch können sie erstens einen Teil des Schwarzmarkts über einen normalen, weil es gibt viele Leute, die würden niemals sagen, ich gehe jetzt zu einer Telemedizin-Plattform und lasse mir das verschreiben, ich bin kein Patient. Oder? Da ist noch eine Lösung, dass man sagt, okay, wenn er nicht Patient ist, weil er seine Schlafstörungen nicht als relevant ansieht, whatever, dann gehe ich einfach hin und habe einen Shop, ein Zentrum, wo man hingehen kann und sich das abholen. Das wird kommen. Ja? Wie läuft denn der Verkauf konkret statt? Kann ich dann in den Laden reinkommen und zu mir kam hier aus und kam da rein? Ja, das ist absolut erwünscht, ja. Nein, das Ding ist, du hast diese Packages. Das heißt, du hast es schon vorher eingebucht, 10 Gramm. Das heißt, du kannst schnell reingehen, doch, du kannst so wie du, ich weiß, wo du hin willst. Das heißt, du gehst in die Abgabestelle rein und sagst, ich möchte gerne die Amnesia, ich möchte die Northern Light, ich möchte die whatever. Ihr weißt, wie viele Sorten das es da gibt. Da wird es ein gewisses Portfolio geben und das Portfolio an verschiedenen Blüten, Sorten und Haschisch-Sorten, die kann man sich gemischt geben lassen. Das heißt, wenn ich 10 oder 50 einbucht habe, bei 50 sage ich, ich nehme 10 Gramm Hasch, 20 Gramm das Gras, 10 das, 10 das. Das soll möglich sein, das wird auch möglich sein. Ich habe das 10er-Paket, ja. Weil ich auch ganz so viel. Mhm. Und reicht eigentlich so 3 Gramm, oder? Ja. Ja, vor Ort durchtesten geht natürlich nicht. Aber ich will mich dann so gut zusammen. Also ich bin da schmerzbefreit. Also wenn ich drin sitze, oder, und du kommst zu mir und sagst, du möchtest gerne 10 verschiedene Sorten, wenn ich 10 habe, oder? Dann kannst du auch halb hiervon, eins hiervon, eins hiervon, das ist mir völlig wurscht. Also, das macht es zwar ein bisschen komplizierter, aber ich meine, wir sind ja auch Verein und keine Verkaufsstelle, deswegen muss es drin sein. Ja. Da gibt es eine einfache Lösung. Bei uns wird nichts weggeschmissen, es wird verarbeitet zu Haschisch. Okay. Weil wenn du weißt, wenn ich einen Überschuss habe, oder, dann reduziere ich die Menge einfach runter noch ein bisschen. Oder? Dass ich sage, wenn ich 150 Kilo habe und ich habe 180 oder 200 produziert, dann gehe ich auf 130 runter und den Rest verarbeite ich in Haschisch. Weil das ist ein Zehntel von dem. Und das Restliche muss man halt vernichten, aber danach habe ich praktisch das verarbeitet und verarbeitet. Also andere Vertriebswege dann, wenn man schon eine Zertifizierung für medizinale Standorte hat, gibt es dann eigentlich nicht? Nein, es ist nicht vorgesehen. Es ist nicht vorgesehen. Da müsste man in eine Modellgeschichte gehen oder so, aber das haben wir nicht vor. Aber ja. Also grundsätzlich, Überschuss wird es nicht geben, weil Überschuss kann man verarbeiten. Ja. Kalkulation und Bilanzen. Es ist vorgesehen, dass es auch für, ich sage jetzt mal, für die Mitglieder zumindest ersichtlich ist. Mhm. Das muss ja sogar sein, weil jeder Verein ist ja seinem Vereinsgremium, das ist die Generalversammlung, rechenschaftspflichtig. Ja. Das heißt, dort ist es jederzeit möglich, Einsicht zu nehmen über die Finanzgebarung. Oder? Das ist ja ein Verein und keine Firma. Ja. Das heißt, wir sind jedem Mitglied rechenschaftspflichtig. Oder? Und das ist ja unser erklärter Wunsch und Ziel. Ich meine, ich mache relativ lange schon Verein. Ich habe auch schon einmal die Obmannschaft von einem Behindertensportverein gehabt, oder?
und eben auch einen Verein für Patientenrechte. Also diese Vereinsgeschichte kenne ich und es ist grundsätzlich eine wichtige und eine gute Sache, weil dadurch ist die soziale Kontrolle gut. Oder? Das heißt, wir haben nichts vor, was in irgendeiner Art und Weise fragwürdig wäre, sondern wir machen das, was das Gesetz vorgibt und wollen es so gut wie möglich machen. Oder? Und im Einvernehmen und in guter Zusammenarbeit mit den Mitgliedern. Ja. Natürlich als Vorstand brauchst du einen gewissen Freiraum, dass du agieren kannst, oder? Aber wir sind zumindest bei der Generalversammlung den Mitgliedern rechenschaftspflichtig. Da gibt es ja noch diesen Vortrag. Ja. Aber es ist auch möglich, dass du einfach sagst, du, wie schaut es aus, ich würde gerne mal die Bücher sehen. Oder? Da wird keiner bei uns sagen, nein, das geht nicht. Oder? Das ist eine offene Geschichte. Transparenz ist das Zauberwort, weil wenn wir anerkannt werden wollen von der Gesellschaft, von der Regierung und von den konservativen Kräften, geht es nur über die Transparenz. Ja. Transparenz, Offenheit, Ehrlichkeit, Geradlinigkeit. Dann wirst du irgendwann auch mit den Konservativen keine Probleme haben. Und die sagen, ihr macht eigentlich nichts, was verwerflich oder fragwürdig ist. Weil das Problem, was sie meistens nicht sehen, die konservativen Kräften, Cannabis ist nichts, was neu eingeführt wird. Cannabis ist hier und seit Jahrzehnten da. Und es gibt Tausende und Abertausende, die konsumieren in Deutschland. Die kannst du nicht auf Dauer als Verbrecher oder als Asoziale abstempeln. Viele sind Polizisten, Rechtsanwälte, Richter. Es geht quer durch die Gesellschaft. Der Konsum ist ein Spiegel der Gesellschaft. Durch alle Schichten geht es durch. Sie meinten ja, dass Sie auch Organen und Mitgliedern die Möglichkeit geben wollen, auch nur unter anderem zu helfen. Genau. Ist dann auch angedacht, die dann dementsprechend mit Cannabis zu verfügen für ihre Arbeit? Oder? Durchaus ist auch vorgesehen vom Gesetz. Okay, gut. Also das wollte ich auch so beibehalten, dass ja. Das so angedacht ist. Ja, und auch durchaus ist auch die Möglichkeit, wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, wir sehen das schon als soziales Projekt. Danke. Wenn jetzt zum Beispiel einer sagt, ich habe eine gewisse Erfahrung, ich würde das gerne einbringen, aber mir geht es finanziell richtig scheiße, oder? Dann sage ich, okay, im Rahmen des Vereins kann man Minijobs schaffen. Wir können den Leuten einen kleinen für ihre Arbeitsleistung geben, oder? Das muss nicht immer über Abgabe von Blüten oder Haschisch erfolgen, sondern das kann durchaus auch über den Minijob abgegolten werden, bis zu einem gewissen Grad. Und da hätte ich mal noch eine Folgefrage. Habt ihr auch vor, irgendwie Geschäft, was ihr dann in der Innenstadt haben wollt, auch Candies oder Moonbox oder sowas? Darf man leider nicht. Also, nicht. Okay. Also das Gesetz ist da sehr eingeschränkt auf Blüten und Haschisch. Ja. Alles klar. Das heißt, vielleicht machen wir noch Workshops, wie mache ich Moonrocks oder so. Ja, das ist noch immer nur eine Lösung. Oder das ist ja zum Beispiel das Problem, es gibt gerade in der jüngeren Szene, also wo die Jüngeren sind, die haben jetzt schon. Da geht es weit hin über Cannabisblüten und Haschisch hinaus, weil das sind Dappings und Extrakte, Butangasextraktionen, ich weiß, was es da alles gibt, oder? Das sind auch schöne, interessante Sachen, oder? Aber die sind jetzt natürlich vom Gesetz her nicht vorgesehen, ja? Und die sind teilweise auch ein bisschen tricky in der Herstellung, weil ich muss sagen, in Köln weiß ich, da hat sich einer, glaube ich, mit einer Extraktion im Keller irgendwie so in die Luft gejagt, dass er beide Augen verloren hat. Also, es gibt schon einen Grund dafür, warum man das kriegt. Jetzt musst du mal winken. Hallo, Klausi. Ja. Kann ich in Englisch fragen? Was? In Englisch? Yes, of course, no problem. I have a question about the registration. Because I already registered, so my question is if there is going to be like another registration or it's like valid registration already? It's not possible because we have two regularies missing. The first regularity is which office in Chemnitz will say you can grow or call for your club or not. And the other thing is that the law is still not in power because the law will be in power on 1st of July. So there's going to be another... And then from this point on, 1st July, you will be able to go through the registration process. Okay. From this day on. And then when the registration process starts,
we don't know anything until now. We are waiting, all in Germany, all the members of the clubs, you know. I'm also a member of the chair, of the rooftop in Berlin. You understand German, too? Ich war 2022 im Herbst bei der Gründung des Dachverbands der Cannabis Social Clubs in Berlin im Hanfmuseum dabei, weil der Betreiber vom Hanfmuseum Berlin ist ein alter Freund von mir, den kenne ich schon ewig. Ja. Und wie ich gehört habe, dass die so eine Dachverbandssitzung planen, habe ich mit der Jackie gesprochen und gesagt, eigentlich müssen wir dahin für Chemnitz, damit Chemnitz im Dachverband auch eine Stimme hat. Das habe ich gemacht. Also ich bin da raufgefahren und habe mir das Mitspracherecht für Chemnitz gesichert. Ja. Und wir haben auch auf den Musterstatuten, die dort erarbeitet wurden, unseren Club aufgesetzt. Das heißt, wir haben die Statuten nicht neu erfinden müssen, sondern es haben sich im Handmuseum Berlin im Herbst 2022 ein paar hundert Jahre Gro-Erfahrung versammelt, ja, aus ganz Deutschland. Ja. Das waren so 15 Städte repräsentiert, oder auf dem meisten Silberrücken so um die 50 bis 70, oder, die diesen Dachverband ins Leben gerufen haben. Da war ich dabei. Oder? Und bei diesem Dachverband wurden die Musterstatuten, wie gesagt, erarbeitet. Und da ging es eben auch um eine Zweiteilung, die ganz ein wichtiger Punkt ist. Normalerweise hast du in einem Verein Vorsitzenden, Stellvertreter 1 und 2 eventuell. Dann hast du einen Schatzmeister, eventuell Schriftführer, der muss aber nicht stimmberechtigt sein im Vorstand. Und du hast einen Präventionsbeauftragten. Aber im Dachverband haben wir dann gesagt, es ist eigentlich nicht praktikabel, dass ein Verein, der einen Verein als Ganzes leitet, auch die Kooperation leitet. Weil the growing is that complex, that is too much. Also es ist zu umfangreich, dass ein Vereinsvorstand, der die Vereinsführung hat, auch noch den Anbau steuert. Ja. Das heißt, wir haben es dann so vorgesehen, dass der Vorstand vom Verein hat im Anbaurat der Vorsitzende, das wäre dann ich, ein Stimmrecht im Anbaurat. Der Anbaurat kann aus bis zu 8 Personen bestehen. Wir setzen auf 4, 5 Leute, das reicht, oder? Und diese Leute wählen aus ihrem Kreis demokratisch unabhängig vom Vorstand einen Vorsitzenden des Anbaurats, der aber verschränkt ein Stimmrecht hat im Vorstand. Das heißt, der Vorstand hat ein Stimmrecht im Anbaurat und der Anbaurat im Vorstand. Das ist deswegen wichtig, weil natürlich will die auch reinsteuern, aber natürlich, die sollen auch ein Mitspracherecht im Vorstand haben. Ja. Und sounds like a German bureaucracy. Yeah, we have no other law. We must work with the law we have at the moment. No, my question was just a practical, like, okay, like from the 1st of July, probably it's going to be legal. So you establish the club, and then you will notice all of us that it's possible to register, or do you have some sort yeah, exactly, process? Yeah, exactly. I understand now what you mean. Yeah, of course. Exactly like this. Yeah, it means as soon as we have the registration, we write a letter to all of you. Now we have the license and we can go for it. Yeah? So please, here is our club account. Please pay your first tax, like this. Yeah? And then we will start to produce. So in 4 months we will need, because you can't start with anything. You are allowed to start on the 1st of July. Mm-hmm. And then you need basically 3-4 months, depends on the genetics. Yeah, but 4 months with curing and drying. I don't see the possibility before November, December that we can. And it depends on how fast, wie schnell ist der Zulassungsprozedere. Yeah? How fast is it? Yeah? Wenn der schnell durch ist, dann sind wir relativ schnell in der Produktion. Ist es langsam, können wir mit der Abgabe erst später anfangen. Das sind so die unbekannten Punkte, die wir noch haben. Ja. Es sind noch ein paar Unklarheiten, die noch von der Regierung kommen müssen. You start accept the registration fee or the membership fee. Mm-hmm. Is it
is it gonna be valid from the day when you have the first harvest, or like from the first when you got into the account? If you understand, like if I paid for example in July and you started to have first harvest in November, I will lose like 3 months of my subscription. Yeah, because it's not allowed to go earlier, because then it would be illegal. Yeah, that's, I understand. So, I mean, like, then it's not for 1 year, then it's like for... There is also a question we thought about it, because as I studied the law says basically it's not allowed to make a full year, because this is 3 months. So we must work something out. Wir müssen noch an den Vereinsstatuten insofern arbeiten, weil wir haben ursprünglich die Meinung gehabt, wir werden auf ein Jahr den üblichen, wie es üblich ist bei den Vereinen, auf ein Jahr die Mitgliedschaft machen. Aber nach dem Gesetz ist es vorgesehen, dass nach 3 Monaten jeder aufsteigen muss können, oder? Das heißt, da ist es noch praktikabler, weil man wahrscheinlich eine Quartalsmitgliedschaft, also eine Jahresmitgliedschaft machen, oder? Dass man sich diesen Grundbeitrag einfach aufteilt, weil die Abgabemenge ist ja sowieso immer aufs Monat bezogen. Und idealerweise natürlich, weil die Frage auch schon, wenn ich nicht alles verbrauche, es ist natürlich ein bisschen ein Problem mit der Planung. Wenn ich jetzt eine Planung habe, ich produziere für 500 Mitglieder, sage ich mal 150 Kilo, ja, dann plane ich mit der Menge. Oder? Das heißt, wenn einmal einer ausfällt und sagt, ich hole jetzt nicht die volle Menge oder ich reduziere, das ist kein Problem. Aber aufs ganze Jahr bezogen, wenn du viele hast, oder? Und da ist es schon wichtig, dass die auch verlassen kannst auf die Mitglieder, dass sie das, was sie bestellen, auch abrufen. Oder? Sonst kriegen wir ein bisschen ein Problem mit der regelmäßigen Abgabe. Aber das kann man vielleicht nur ein bisschen skalieren nach unten, dass man sagt 5 oder so. Oder? Aber das sind so Sachen, das muss man aus der Praktik, aus der Praxis einfach auch schauen, wie sich das alles entwickelt und so. Ja? Für die Abgabe würden wir gern irgendwo in der Nähe vom Nischl sind, ja. Ja, weil wir sind ja da Nischl. Ja, das ist schön. Ja. Ab wann wird der erste Verkauf stattfinden? Also wie gesagt, die Abgabe kann ja voraussichtlich nicht vor November stattfinden. Das, ja, weil du hast ja eben auch die Wachstumszeit und dann die Trocknung und so, da musst du 4 Monate. Aber deswegen würde jetzt zum Beispiel das, die Abgabe-Location niemals direkt schon am 1. Juli mieten, weil da verursachen wir ja unnötige Kosten, oder? Ja. Deswegen ist es wichtig. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Hat mich gefreut, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja. Wo waren wir? Einfach schreiben an mich. Also wenn du an die Info schreibst, landet es bei mir und dann kriegst du ab. Dann kann ich so schreiben, ohne diese... Ja genau, weil dann mache ich die, wenn die Eckdaten drin sind, kann ich die Anmeldung absetzen, wenn es da Probleme im Spam gibt oder so, weil manche landet es im Spam. Also in der Regel funktioniert es gut. Ich glaube, die, was jetzt hier sind, die meisten haben die Anmeldung gemacht und haben praktisch die Einladung geschickt. Ne? Das hat funktioniert bei den meisten im Jahr. Ne? Super. Aber das Feedback ist trotzdem wichtig, weil wenn da Not am Mann ist, muss man schauen, woran es liegt, oder? In dem Fall liegt es wahrscheinlich in der Einstellung bei ihm. Ja, mit der ersten E-Mail dazu, wenn man sie nichts anschließt oder bekommt einfach keine E-Mail zu. Aber wie gesagt, einfach an die Info schreiben. So, genau. Dann kurz, hat nicht gefunzt, gerne mach. Dann mach ich. Wie soll das mit dem Stecklingverkauf funktionieren? Und wann ist das gut? Bei den Stecklingen gibt es eine relativ spannende Entwicklung. Es gibt ja bereits in Bayern einen recht umtriebigen Menschen, das ist der Servini, wie heißt der nur? Der Wenzel, das ist der Tschech, der was aber den Bayerischen Cannabisverband gegründet hat. Oder? Und der gute Mann hat einfach in Bayern gesagt, er kauft sich in Österreich die Stecklinge und er macht das, weil da gibt es eine Grauzone, man kann das abgeben. Oder? Und anscheinend hat das die Gesundheitsministerin in Bayern mehr oder weniger indirekt bestätigt, indem sie gesagt hat, na, da kann man nichts dagegen tun, oder? Das heißt, über das werden wir auch nachdenken müssen, oder? Weil das ist zum Beispiel etwas, was anscheinend jetzt nicht wirklich verboten ist, Stecklinge und Samen abzugeben, ja? Das heißt, das wird wahrscheinlich früher passieren können,
als dann die Produktion von Blüten und Haschisch. Weil da ist die Vorgabe natürlich sehr streng, aber bei den Blüten, bei die Stecklinge und bei den Samen nicht. Und die Samen, die kann man jetzt schon über die Jackie mit Prozente abrufen, über ihre Homepage. Sie kann da eh nur auflegen oder verteilen. Und wegen die Stecklinge, da würden wir euch alle informieren, wenn wir in Chemnitz Stecklinge haben können. Da müssen wir noch ein paar Sachen abklären. Könnte aber bald sein. Auf der Webseite? Nein, ich informiere euch alle. Also, ich habe die E-Mails von euch, dann macht man eine Aussendung. Wenn es okay ist, für einfach. Okay. Das Small-Paket schon drin ist, muss ich dann irgendwie monatlich dieses Small-Paket bezahlen? Oder kann ich auch das sagen, ist die Idee dahinter. Aber wenn ich jetzt irgendwie einen Monat mal nicht möchte, das nach drei Monaten kannst du aussteigen. Das ist auch gesetzlich vorgeschrieben. Das war das Teil, was ich besprochen habe gerade. Oder? Es ist natürlich schon, also wir brauchen ja eine gewisse Planungssicherheit. Oder? Weil wenn du dich jetzt anmeldest und sagst, ich hole die nächsten drei Monate 10 Gramm auf, abbar, dann produzieren wir die. Oder? Das heißt, dann bleiben die übrig. Ich kann sie zwar weiterverarbeiten danach, oder? Aber das wird passieren und das wird einmal auch kein Problem sein, wenn es so ist. Oder? Aber natürlich, gerade wenn du jetzt viele Ausfälle hast, dann hast du plötzlich eben diese Menge da liegen, oder? Musst du eigentlich vernichten, ist auch schade. Deswegen vielleicht eher, wenn man nicht so einen hohen Konsum hat, eher niedere Packages nehmen und später aufgehen. Im Normalfall, man muss sich das auch ein bisschen anschauen, wie sich das entwickelt hat. Und hat auch nicht jeder einen gleichen Konsum. Für manche sind wahrscheinlich 50 Gramm sogar zu wenig, ich weiß es nicht, oder? Ich hätte noch eine Frage. Ja? Wie ist denn momentan der Stand mit Belohnung? Wann ist der Verein dann ein eingetragener Verein? Sobald, ja, wir werden die Gründung jetzt bis Anfang Juli abschließen, weil die Gründungsveranstaltung ist ja absolviert. Wir sind IG, also in Gründung, oder? Und wir haben eigentlich lange gewartet auf die Regularien für den Anbau. Die sind ja eigentlich seit 1. April da, oder? Die haben wir jetzt in die Statuten schon implementiert. Allerdings haben wir den Schritt bis jetzt noch nicht gemacht, weil wir keine Notwendigkeit gesehen haben. Ja? Eigentlich haben wir sogar überlegt, sollen wir überhaupt warten bis zum 1. Juli, wenn wir wissen, wie das ganze Prozedere läuft. Aber ich glaube, es macht mehr Sinn, den Verein jetzt im Juni noch einzutragen über Notar, weil die Statuten stehen jetzt soweit, um dann praktisch mit dem Verein sofort am 1. Juli durch das Prozedere durchzugehen. Ja. Wie ist das dann mit dem Mitgliedsbeitrag? Der läuft dann am Juli. Beziehungsweise ab Vereinskonto würden wir euch mitteilen, wir sind nicht mehr IG, also in Gründung, sondern ja, wir sind eingetragener Verein und würde euch bitten, dass ihr dann praktisch die erste Mitgliedsbeitrag ab Eintrag des Vereins einzuzahlen, weil dann ist ja natürlich auch eine Sache, dass wir mit dem Kapital ja arbeiten. Das heißt, diese 90 Euro, die von jedem kommen, das ist das Grundkapital, mit dem wir natürlich halt die ersten Strukturen mit aufbauen. Wir haben natürlich extra geschaut, dass wir nicht ausschließlich auf die Vereinsmitgliedsbeiträge angewiesen sind. Die Anschubfinanzierung kriegen wir ziemlich sicher hin. Also das ist eigentlich abgeklärt, ja. Aber ein elementarer Bestandteil von dem Ganzen ist natürlich trotzdem die Mitgliedsbeiträge, das ist klar. Weil über das Verein, der Verein... Das ist ja praktisch so, dass die, sagen wir, das erste Vierteljahr oder die ersten vier Monate zahlen wir ein, haben aber keinen Betrag. Nein, das würden wir so nicht machen. Wir würden so machen, dass wir sagen, okay, erstes Monat, aber wie gesagt, das muss man auch im Verein auch generell besprechen, ja, oder? Man sagt, das ist die Anschubfinanzierung, wenn man selber stemmen kann, oder? Muss das nicht sein, dass da vier Monate hintereinander, allerdings wäre das ja auch nur die Menge, die du abrufst, aber die kannst du ja dann nicht abrufen, macht es wenig Sinn. Hast du recht? Ja. Da muss man drüber nachdenken, nur einmal, wie man das praktikabel macht. Weil die Anschub ist hilfreich, wenn sie gleich da ist, diese 99 Euro. Aber wenn du drei Monate Wartezeit hast, wird keiner irgendwie Luft kaufen. Ja, sozusagen. Da geht's. Ja, genau. Nein, das ist schon klar. Also, und wie gesagt, da sind wir auch im Austausch noch mit euch. Das machen wir sicher. Ja. Noch was? Ihr alle? Ja? Genau.
Weil abhängig davon, dass man Verein, ja, Vereinskonto könnte man jetzt noch gar nicht machen. Weil um Vereinskonto zu machen, braucht man erstmal den Verein gegründet. Wenn der Verein gegründet ist, dann gehen wir zu unserer Bank und sagen, jetzt bitte Konto. Ja, genau. Ciao. Ja? Gab es irgendwie eine THC-Grenze oder sowas? Wurde sowas festgelegt? Nur für unter 21-Jährige. Also nur für die ja, also in, praktisch Teens, Twents. Für Twents, die Twenties. Das ist nach unten offenbar so. Ja, genau, da gibt es keine Beschränkungen. Sonst könnte man ja Haschisch auch gar nicht. Ja, genau, genau. Aber Haschisch ist vorgesehen, ist erlaubt und ist auch ein gutes Naturprodukt. Ja. Ja, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann würde ich sagen, lassen wir es für heute mal dabei gut sein. Und wir werden uns sicher wieder treffen. Und ich glaube, die Location hier ist eigentlich gut geeignet. Ja? Und dass wir das nächste Mal weniger informell machen, wird natürlich auch einen informellen Part haben, weil wenn wir gegründet sind, dann gibt es einiges zu besprechen. Ja? Aber es bietet sich ein Außenbereich an, es ist legal und wir wissen es von den Jungs hier, sie haben nichts dagegen. Also das kann beim nächsten Mal vielleicht lustig werden. Eventuell. Klaus ist auch da. Bis zum nächsten Mal. Ja. Danke, dass du da warst.